Der Ölverbrauch ist auf einen neuen Rekord gestiegen letztes Jahr. Gleichzeitig haben wir die OPEC und Putin und die Saudis und die drosseln die Produktion. Und wir haben außerdem ja auch noch einen Krieg im Nahen Osten jetzt wieder. Und trotzdem ist der Ölpreis im vierten Quartal gefallen. Und zwar deutlich. Man kann sich's kaum vorstellen, aber genau so war's. Und für die Weltwirtschaft ist das jetzt eigentlich ein absolutes Warnsignal. Rutscht der Ölpreis jetzt komplett ab oder dreht das Ganze vielleicht doch wieder im neuen Jahr und wir haben bei Ölaktien jetzt vielleicht sogar wieder eine ziemlich gute Einstiegsmöglichkeit? Klimaschutz ist gar nicht mal überall so wahnsinnig populär, was man so hört. Man hat es zum Beispiel auch auf dem Klimagipfel neulich wieder gesehen, COP28 in Dubai. Da hat man sich ja noch nicht mal einigen können, dass man beschlossen hat, dass man aussteigt aus den fossilen Energien, obwohl es ja sowieso nur auf dem Papier gewesen wäre. Aber klar, es gibt natürlich nicht nur Inselstaaten, die bald absaufen, sondern es gibt zum Beispiel auch große Ölproduzentenländer. Und die finden das mit dem Ausstieg jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Und die europäischen Länder, die ja sehr für Klimaschutz sind, die haben Glück, dass sie zurzeit dann einen mächtigen Verbündeten haben, der sich da auch stark dafür einsetzt, nämlich die USA unter Joe Biden. Aber wer sind eigentlich diese großen Ölproduzentenländer, die da so renitent sind immer? Große Ölproduzenten sind natürlich zum Beispiel Russland und Saudi-Arabien, Kanada, China inzwischen, der Irak auch. Aber der mit Abstand größte Ölproduzent, das sind inzwischen die USA und die produzieren auch immer mehr. Die amerikanische Ölproduktion ist jetzt auf einen Rekordwert gestiegen von 13,3 Millionen Barrel pro Tag, obwohl Joe Biden im Wahlkampf ja noch gesagt hat, er wird zum Beispiel auf dem gesamten staatlichen Land neue Öl- und Gasprojekte komplett verbieten. Nur zwischenzeitlich sind natürlich auch in den USA der Ölpreis stark gestiegen, Öl und Gas und hohe Spritpreise, das mag der amerikanische Wähler gar nicht. Der deutsche Landwirt übrigens auch nicht. Und bei aller Empörung über die Empörung da gerade, es ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass man, wenn man hier jetzt in Deutschland ein Haushaltsloch stopfen muss, dass man da jetzt einen einzelnen Sektor derart belastet. Und was bei uns ein 750 PS Maismähdrescher schluckt, das ist in den USA ja nur der Durchschnittsverbrauch von einem Mittelklassewagen. Und darum haben wir da in den USA jetzt eben auch die verrückte Situation, dass die Biden-Regierung sagt, wir machen jetzt eben doch eine relativ ölfreundliche Politik, damit die Preise unten bleiben. Zum Beispiel hat Joe Biden inzwischen ja auch das Willow-Großprojekt in Alaska genehmigt, das sehr, sehr umstritten war. Aber wenn er sowas eben nicht macht, dann kommt vielleicht nach ihm wieder Donald Trump und dann gibt's gar keine Klimapolitik mehr. Und daran sieht man schon, dass Öl, man wird's so einfach nicht los. Aber günstiger ist es geworden. Hier Brentöl, der 3-Jahres-Chart von TradingView. Man sieht den starken Anstieg vor dem Ukraine-Krieg und am Anfang vom Ukraine-Krieg. Aber dann, als man gemerkt hat, ab Sommer 2022, das russische Öl kommt eben trotzdem auf den Markt, trotz Sanktionen. Da hat es dann ein Jahr lang stark korrigiert, der Ölpreis. Und interessant ist dann wieder die Erholung ab Sommer letztes Jahr. Hier der Einjahreschart dann nochmal. Da hat man dann gesehen, hoppla, trotz schwacher Wirtschaft, trotz alternativer Energien, trotz Elektroautos und so weiter, die globale Ölnachfrage steigt trotzdem weiter. Und außerdem haben wir dann ja auch noch Produktionsdrosselungen gehabt von 1,3 Millionen Barrel pro Tag von den OPEC-Plus-Staaten, also hauptsächlich Saudi-Arabien und Russland. Also zusätzlich eine Angebotsverknappung dann noch. Nur, auch diese Erholung ist dann wieder in sich zusammengefallen. Und das, obwohl ja jetzt auch noch der Krieg im Gazastreifen ist. Krieg im Nahen Osten und gleichzeitig eine Ölpreiskorrektur. Vor ein paar Jahren wäre sowas noch völlig undenkbar gewesen, so eine Konstellation.
Und da kann man sich jetzt natürlich schon fragen, was ist da los? Ist der Ölmarkt vielleicht viel besser versorgt, als wir das zurzeit alle glauben? Oder läuft es vielleicht auch mit der Weltwirtschaft jetzt dann demnächst viel schlechter, als wir glauben? Und ich habe hier ja neulich auch ein Video gemacht zu dem Rohstoff-Superzyklus, den wir angeblich gerade haben sollen. Und da habe ich auch gesagt, dass ich für zyklische Industrierohstoffe im Moment nicht so wahnsinnig optimistisch bin. Dass ich aber für die fossilen Energierohstoffe schon relativ optimistisch bin. Und nebenbei, wenn das Themen sind, für die Sie sich auch interessieren, ich freue mich auf Ihr Kanalabo. Wenn Sie auf die Glocke drücken hier, dann kriegen Sie ja auch die neuen Videos dazu zu solchen Themen gleich angezeigt. Und so viele Kanäle gibt es hier ja nicht, wo solche Themen eben auch immer wieder mal behandelt werden. Dankeschön schon mal für Ihre Unterstützung. Haben jetzt diejenigen recht, die sagen, Öl verschwindet jetzt so langsam aus der Weltwirtschaft? Ich würde sagen, auf absehbare Zeit nicht. Und auch das globale Wachstum, auch das geht sehr wahrscheinlich nicht derart stark zurück, dass auch der Ölverbrauch fällt. Wir haben hier auf der Grafik verschiedene Prognosen. Es sind Verbrauchsprognosen von der OPEC, von der Internationalen Energieagentur und von der Energy Information Administration aus den USA bis Ende dieses Jahr. Die sind schon ein bisschen unterschiedlich alle, aber sie gehen alle von einem Nachfrageanstieg aus. Von einem Rückgang ist da weit und breit nichts zu sehen. Die große, große Überraschung 2023, das war eben einfach von der Angebotsseite her, speziell die hohe Produktion in den USA. Und man sagt ja eigentlich schon seit Jahren, die Produktion in den USA, die wird wieder zurückgehen. Die Ölquellen sind da nicht mehr so toll, auch nicht mehr im Fracking. Und das wird da alles schwieriger und die investieren da auch zu wenig, die Firmen. Und die schütten immer alles Geld nur aus an die Aktionäre und kaufen Aktien zurück. Aber es war nicht so. Es hat trotzdem noch gereicht für Produktionssteigerung. Auch wegen technischem Fortschritt und solchen Dingen. Und jetzt geht man zwar wieder davon aus für die nächsten Jahre, dass sich das Produktionswachstum doch verlangsamt, aber man geht eben nicht mehr davon aus, dass die Produktion die nächsten Jahre da wirklich zurückgeht. Und wo die Produktion auch überraschend hoch war von Öl, das waren Brasilien und das waren der Iran und dann auch noch das kleine Guyana, wo man ja riesige Ölfunde gemacht hat, überraschenderweise vor ein paar Jahren. Nur der große Nachbar Venezuela, der findet jetzt leider, dass er jetzt den Großteil von Guyana annektieren sollte. Darüber gab es sogar auch eine Volksabstimmung in Venezuela, so richtig demokratisch diesmal. Und 96% der Wähler da sind anscheinend auch der Meinung, dass Guyana zu Venezuela gehört. Dann muss es ja auch stimmen. Und trotzdem, die USA haben ihre Sanktionen gegen Venezuela letztes Jahr gelockert, aber eben wahrscheinlich auch darum, damit in den USA der Ölpreis fällt und die Spritpreise fallen. Aber gleichzeitig haben wir eben eine steigende Ölnachfrage, wie gesagt. Wir haben im Moment auch Produktionsausfälle in Libyen und wir haben ja den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Und die USA müssen jetzt auch langsam ihre Reserven mal wieder auffüllen. Die haben sich seit 2022 fast halbiert. Und wichtig ist jetzt aber auch, was machen die OPEC und Russland? Für Russland ist es überraschend gut gelaufen jetzt die letzten anderthalb Jahre. Trotz Sanktionen bringen sie ihr Öl nach wie vor auf den Weltmarkt. 90% davon gehen jetzt eben nach China und Indien. Und die kaufen dafür weniger von anderen Ländern und von denen kauft das Öl dann wieder der Westen. Und Indien macht aber aus russischem Öl auch noch Benzin und Diesel und verkauft ihn dann in die EU als indisches Benzin und Diesel. Und alle gönnen sich auf die Schulter klopfen und sagen, russisches Öl nicht mit uns. Und außerdem hat es Russland aber auch geschafft, dass die OPEC sich in keinster Weise auf die Seite vom Westen gestellt hat da in diesem Konflikt. Und vor allem Saudi-Arabien ist im Moment voll auf der russischen Seite. Sie haben beide die gleichen Interessen, sie wollen den Ölpreis stützen. Vor 10, 20 Jahren, wenn die USA da gesagt haben, Öl ist jetzt wirklich zu teuer, das ist für uns jetzt die Schmerzgrenze, die da erreicht ist, dann hätte Saudi-Arabien auf jeden Fall noch gesagt, okay, wir schauen mal, was wir machen können. Aber diesmal war ihnen das völlig egal vor anderthalb Jahren. Das Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien, das hat sich deutlich verschlechtert und die USA sind jetzt ja auch kein wichtiger Kunde mehr, sondern sie sind eher ein Konkurrent.
Aber Russland braucht Geld, Saudi-Arabien braucht Geld und für beide ist inzwischen auch ein Ölpreis von 70 Dollar schon zu wenig. Darum die Drosselungen und gerade die Saudis, die haben letztes Jahr auch immer wieder gewarnt, den Markt gewarnt, unterschätzt nicht unsere Entschlossenheit, dass wir den Ölpreis hochhalten. Aber man unterschätzt sie mittlerweile wahrscheinlich eben doch. Man nimmt sie am Ölmarkt nicht mehr so besonders ernst. Die letzten Male, wo sie einmal die Drosselungen von 1,3 Millionen Barrel pro Tag verlängert haben und einmal dann noch zusätzlich die 900.000 Barrel zusätzlich noch angekündigt haben, das ist jedes Mal direkt hinterher gleich sofort abverkauft worden. Und gleichzeitig war es aber natürlich auch so, oder ist es so, dass der Marktanteil durch die Drosselungen jetzt ja auch abnimmt. Der Weltmarktanteil der OPEC Plus, der liegt jetzt nur noch bei 51% auf dem Ölmarkt. Und inzwischen haben sogar auch ein paar alte, frühere OPEC-Länder gesagt, ihr mit euren Drosselungen, ihr könnt uns jetzt langsam mal, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Katar hat sich 2019 schon verabschiedet aus der OPEC, Ecuador 2020 und jetzt vor ein paar Wochen dann auch noch Angola. Das ist also schon auch ein Bedeutungsverlust für die OPEC und für Russland. Und das bringt sie auch dann doch ein bisschen in eine schwierige Lage. Aber ich glaube trotzdem, sie werden nach wie vor versuchen, dass sie den Ölpreis stützen. 70 Dollar als absolute Untergrenze und als Ziel eher 85 bis 95 Dollar. Und dass das, was sie dafür bis jetzt angekündigt haben an Drosselungen, dass das auch reichen wird dafür. Es gibt ein gewisses, geringes Risiko vielleicht, dass die OPEC doch am Ende einknickt, dass sie irgendwann mal sagt, okay, dann eben doch wieder Preiskampf, so wie es 2014 war. Aber es hat damals ja nicht funktioniert und darum ist es im Moment eben auch unwahrscheinlich, würde ich sagen. Aber geht der Ölverbrauch mittelfristig nicht doch zurück durch alternative Energien und Elektroautos? Er wird schon irgendwann mal sicherlich zurückgehen, aber das Ausmaß von diesem Rückgang, das wird doch sehr wahrscheinlich überschätzt. Nehmen wir zum Beispiel mal das Verbrennerverbot in Europa ab 2035. Es gibt jetzt eine Studie von PricewaterhouseCoopers, dass 2040, also 5 Jahre später, trotz diesem Verbrennerverbot in Europa 70% der Autos und 65% der Lastwagen immer noch einen Verbrennungsmotor haben werden. Weil, völlig klar, die Benzinfahrzeuge und die Dieselfahrzeuge, die vorher gekauft worden sind, die sind dann ja immer noch eine ganze Weile da. Und wird es dafür 2040 dann auch noch genug Öl geben? Das hier, das sind die großen neuen Ölprojekte, in die gerade investiert wird. Die Grafik ist von Goldman Sachs. Es hat sich inzwischen wieder ein bisschen erholt, die letzten 2 Jahre. Aber vorher sind sie 7 Jahre lang deutlich runtergegangen, die neuen Projekte. Und das wird man merken demnächst. Es wird jetzt vielleicht nicht absolut dramatisch, aber Öl kann jetzt schon die nächsten Jahre durchaus ein bisschen knapper werden. Und damit sich neue Investitionen noch rechnen, da braucht man inzwischen einen Ölpreis von mindestens 80 Dollar. Das sagt zumindest Goldman Sachs. Und was auch ein schlagendes Argument ist für Ölaktien, vielleicht sogar das Wichtigste, in meinen Augen zumindest, das ist das Sentiment. Das hier sind die Netto-Long-Positionen auf Ölkontrakte in den USA seit 2011. Es sind so wenig wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Stimmung für Öl ist sehr, sehr schlecht. Und das ist dann aber eben einfach oft der Punkt, wo der Ölpreis danach wieder steigt, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. So wie zum Beispiel auch Ende 2015 oder Ende 2020, was man hier dann eben auch wieder sehen kann am Brent-Ölpreis. Und ansonsten charttechnisch, da sind wir in einer Seitwärtsbewegung seit 1,5 Jahren, kann man sagen, mit einer Begrenzung nach oben jetzt bei ungefähr 95 Dollar und aber eben auch nach unten eine sehr starke Unterstützung bei ungefähr 72 Dollar. Wenn diese Unterstützung nicht hält, dann wäre das natürlich aus der technischen Sicht ein ziemlicher Schaden. Dann müssten wir hier nochmal über das Ganze reden, wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber es gibt, wie gesagt, gute Gründe dafür, dass diese Unterstützung hält. Und dass ein Ölpreis, der ein bisschen vielleicht unter dem Niveau ist, wo er jetzt ist im Moment, dass das wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt ist, um ein paar Ölaktien sich nochmal zu kaufen. Öl ist ein politischer Rohstoff, das darf man nicht vergessen. Wo man hinschaut, sind Regierungen, die den Ölpreis irgendwie unter ihre Kontrolle kriegen wollen oder die Öl auch gleich ganz rausdrängen wollen aus dem System.
Aber es gibt auch immer noch die Realitäten. Es gibt immer noch reales Angebot und reale Nachfrage. Und abgesehen davon, auch Politik kann sich natürlich immer wieder ändern. Zum Beispiel im Juni ist Europawahl hier bei uns. Und ob wir danach in der EU immer noch die gleiche Klimapolitik haben, wie wir sie jetzt haben, das ist offen. Und in den USA, da haben wir auch immer noch den hier. Der hat ja sogar schon gesagt, einen Tag lang will er dann demnächst Diktator sein. Unter anderem, damit in den USA endlich wieder nach Öl gebohrt werden kann. Drill, Baby, Drill. Nicht, dass man das nicht jetzt schon täte dort. In diesem Sinne, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich traue dem Ölsektor in jedem Fall in den nächsten ein, zwei Jahren zu, dass er da positiv überrascht. Man sollte das natürlich im Auge behalten und vielleicht haben sie ja auch Lust, dass sie das auf diesem Kanal hier in Zukunft auch tun. Zum Kanal-Abo geht's hier unten. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.